Im Viertelfinale des Freestyle Chess hatten wahrscheinlich beide nicht ihren Wunschgegner gezogen. Magnus Carlsen hat ja neulich noch gesagt, dass Alireza Firouzja derjenige ist, den er am ehesten in einem WM-Match erwartet, so stark sei der. Naja, nun musste er sich schon im Viertelfinale des Freestyle Chess mit ihm auseinandersetzen. Sicher keine einfache Aufgabe. Und aus Alireza Firouzjas Perspektive mag es auch leichtere Gegner geben als den Ersten der Weltrangliste, als den Greatest of All Time, als der beim Freestyle Chess firmiert. Aber was sollten sie machen? Sie waren in der Vorrunde Vierter und Fünfter geworden und als solche mussten sie nun gegeneinander spielen. Und es war eine sehenswerte Partie, die ich für die Website schon kommentiert habe. Ihr seht den Kommentar hier am Rand und könnt auch während der Partie ein bisschen mitlesen. Und wir gehen mal rein mit einem Eröffnungszug, der uns allen bekannt vorkommt, nämlich erstens E2, E4, allerdings mit dem Unterschied, dass auf E1 eine Dame steht und kein König. Gucken wir schnell die Grundstellung an. Da fallen zwei Features auf. Erstmal Weiß kann relativ leicht rochieren. Es muss nur der Springer weg und dann kurze Rochade fertig, dann ist das Thema schon erledigt. Insofern Königssicherheit sollte kein großes Problem sein. Es wird eine Partie zu erwarten sein, in der beide Seiten relativ früh rochieren. Anderes Feature, der Läufer auf A1. Insofern wird es hier wahrscheinlich Fianchettos geben, dass der schnell übers Brett strahlt. Auch das gilt für beide Seiten, dass sich der B-Power-Mauer, zumal angeschoben von dem Turm, in Bewegung setzen wird. Eine problematische Figur auf beiden Seiten ist wahrscheinlich der zentrale Läufer. Läufer hat man nicht so gerne auf zentralen Feldern, weil dann müssen die immer einen Zug machen und dann aber auch noch eine richtig gute Diagonale finden mit diesem einen Zug, um ins Spiel zu kommen. Das ist häufig nicht so einfach. Also beide Seiten werden mit ihrem Läufer D1 bzw. D8 irgendwie ein bisschen hantieren müssen. Und für den brauchen sie einen guten Plan. So, gehen wir mal rein. Erstens E4. Was könnte logischer sein auf erstens E4, als das Ganze mit erstens E5 zu beantworten, wie wir es ja im traditionellen Schach schon Milliardenmal gesehen haben. Aber hier ist E5 wahrscheinlich gar nicht so gut. Wir kommen auch gleich dahin, warum. B4, das ist zu erwarten, ne, macht den Läufer frei und drückt auch schon gegen den Bauern E5. Aber der ist wohlgemerkt gedeckt, ne? Also der hängt nicht, der drückt nur dagegen. Und Schwarz hält die Symmetrie, spielt B5, befreit seinerseits seinen Läufer und guckt auf den Bauern E4. Und dieses ist schon ein ganz bemerkenswerter Punkt, denn jeder von uns, der so mit traditionellem Schach aufgewachsen ist, der zieht hier seinen Springer nach F3 auf das natürliche Entwicklungsfeld, wo er ein bisschen näher am Zentrum ist, wo sich der Druck gegen den Punkt E5 erhöht. Was könnte logischer sein, als hier Springer F3 zu spielen? Und umso bemerkenswerter ist, was Alireza Firouzja hier nach 1,33 spielt, nämlich Springer H3, was auch tatsächlich der beste Zug in der Stellung ist, wohingegen Springer F3 eine ernsthafte Ungenauigkeit wäre. Nach Springer F3 steht sogar Schwarz vielleicht schon ein bisschen besser. Worum es in dieser Stellung geht, ist der Hebel F4 bzw. F5. Wir hatten ja schon gesagt, Weiß kann schnell rochieren. Und wenn Weiß hier Springer H3 spielt, ne, dann wird durch die Rochade wird ein Turm auf der F-Linie landen. Und dann hat man den Hebel F4. Und guck mal, wer hier dann schon freie Bahn hat, auf den gegnerischen Königsflügel zu kommen, in Verbindung mit diesem Angreifer, dem Springer H3. Und plötzlich hat Weiß einen Königsangriff inszeniert, dank des Turms auf der F-Linie, dank der freien Bahn für die Dame, dank des Hebels F2, F4 und der Springer H3 kann über G5 auch noch mitwirken. Das ist der weiße Plan und der ist extrem gefährlich. Und wenn Weiß sich hier mit Springer F3 seinen F-Bauern blockiert, dann kann Schwarz genau diesen Plan ansetzen. Denn dann hat Schwarz plötzlich diese Möglichkeit hier zu hebeln und würde das auch tun. Also Schwarz spielt dann zum Beispiel D6, um den E5-Bauern einmal zu decken. Und nach 0-0 käme schon F5 und Schwarz übernimmt schon das Kommando. Also der F5 wohlgemerkt hängt nicht so richtig, den kann man sich beliebig zurückholen mit Springer H6. Und dann geht 0-0, die F-Linie ist offen, die Dame hat freie Bahn auf den Königsflügel und nur 5 Züge gespielt und Schwarz hat schon erheblichen Königsangriff. Also hier muss man wirklich aufpassen und mich hat das sehr, sehr beeindruckt, dass
weil ja dieses Springer F3, wenn E4, E5 gespielt worden ist, das ist ja in unsere Gehirne gehämmert als Schachspieler, weil schon als Schachkind sehen wir nichts anderes. E4, E5, Springer F3 sehen wir ständig. Und alle ganz klassischen Partien fangen damit an. Und dann hier nach 1,33 zu sehen, Springer F3 ist nicht gut und der Springer, was er ja eigentlich nicht soll, kommt an den Rand und steht da genau richtig, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Mich hat auch beeindruckt, dass jetzt Magnus Carlsen sozusagen aufgewacht ist und gemerkt hat, oh je, Weiß hat hier einen wirklich starken Angriffsplan in petto und mit Rot richtig was. Und er hat jetzt, der ist jetzt, Magnus ist hier über 20 Minuten abgetaucht, 21:20, ihr seht es hier an der Bedenkzeit, eben weil er gespürt hat, dass dieses F4, Dame G3, Springer G5 und natürlich Turm F1 auf ihn zukommt. Er hat gespürt, dass ihm hier ein fürchterlicher Königsangriff droht. Und hat auch während der Partie gesagt, ich musste hier aus Verzweiflung schon drastische Maßnahmen ergreifen, um diesem Plan zu begegnen. Nach 20 Minuten spielte Carlsen an dieser Stelle Springer CE7. Springer CE7 dient dem Ziel, diesem Angriff vorzubeugen. Der Springer soll nach G6 gehen und da den schwarzen Königsflügel stabilisieren und helfen vorzubeugen, dass hier Ungemach über den schwarzen König hineinbricht. Das ist schon ein Bauernopfer. Weiß kann an dieser Stelle einen Bauern gewinnen. Und das hat Carlsen auch einkalkuliert. Er hat gesagt, ja, ich gebe hier lieber einen Bauer, aber dafür gerate ich eben nicht in diesen schrecklichen Angriff. Weiß kann ja den E5 nehmen, den kriegt zwar Schwarz erstmal zurück, mit Gegenangriff auf den Läufer und jetzt hängt halt der Bauer E4, aber am Ende hängt dann der Bauer A7. Das war die Stellung, die Magnus Carlsen bereit war zu spielen und gesagt hat, so hier ist es jetzt vereinfacht, da bin ich nicht diesem Angriff ausgesetzt. Jetzt habe ich zwar einen Bauern weniger, da muss ich halt sehen, dass ich irgendwie Kompensation finde. Aber das war noch das Beste, was ihm dazu einfiel, um den Angriffsplan, den Alireza Firouzja schon nach 3 Zügen aufs Brett gestellt hatte, um dem zu begegnen. Allerdings war Firouzja überhaupt nicht interessiert daran, irgendwelche Bauern wegzunehmen. Der hatte seinen Angriffsplan und er zog den auch durch und spielte an dieser Stelle F4. Ja, EF ist mehr oder weniger der einzige Zug für Schwarz. Ja, der Druck auf E5 ist sehr, sehr spürbar. Den muss man schon nehmen. Dadurch ist natürlich hier die Bahn frei. 0-0. Den F4 kriegt Weiß jederzeit zurück. Springer G6. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, denn der Punkt E4 hängt. Insofern erst D3. Und ein schöner Teil des schwarzen Konzeptes, er hat einen guten Platz für seinen Läufer gefunden. Ich hatte ja eingangs gesagt, Läufer auf Zentralfeldern sind problematisch, weil die finden nicht so leicht einen guten Weg. Der schwarzfeldige Läufer von Schwarz hat einen guten Weg gefunden, nämlich einen, um den Läufer auf der langen Diagonale zu neutralisieren. Und am besten wäre es jetzt gewesen, weiter im Text zu spielen. Springer schlägt F4. Man könnte denken, Moment, scheitert das denn nicht taktisch? Denn jetzt kommt ja Läufer A1, Turm A1, Springer F4, Turm F4, Dame E5 mit Doppelangriff auf den Turm auf F4 und auf den Turm auf A1. Und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird auch Alireza Firouzja diese Variante gerechnet haben. Und vielleicht hat er an dieser Stelle abgebrochen und gesagt, nee, geht nicht, dann hängen ja 2 Türme, kann ich so nicht spielen. Dann hat er aber was übersehen. Denn ihr seht es ja an der Leiste, die... Wenn jetzt wirklich ein Turm verloren ginge, dann würde die Maschine sagen, Schwarz gewinnt, aber sie sagt, Weiß behält einen kleinen Vorteil. Weiß hat hier einfach Dame F2 und der Turm auf A1 hängt nicht, denn wenn man den jetzt nimmt, dann wird man matt gesetzt. Ja, oder noch nicht ganz, aber man kriegt einen Turm zurück und steht sozusagen mittendrin, hier hängt einer. Es droht Dame F8 Schach mit Matt und diese beiden können sich nicht bewegen. Weiß gewinnt. Also auf A1 nehmen ist total tabu. Man muss diesen Punkt F7 decken an dieser Stelle.
Und das kann man nicht so richtig gut mit Springer F6, obwohl das doch verlockend aussieht, weil dann hat Weiß auch noch sehr stark dieses Turm F5-Motiv. Also erstmal muss man natürlich den Turm auf A1 decken, aber dann hat man dieses Turm F5-Motiv sehr stark auch noch in der Stellung. Insofern ist man hier besser beraten, Springer H6 zu spielen und den zu decken. Aber der fühlt sich jetzt am Rand wirklich nicht wohl. Der deckt nur den Punkt F7. Weiß entwickelt sich weiter die Partie läuft natürlich noch, aber Schwarz ist nicht besonders gut koordiniert. Ja, der hier beißt auf Granit zum Beispiel. Der Springer hat wunderbare Vorposten, während dieser Springer eher traurig ist. Weiß hat schon ein bisschen Druck auf der F-Linie. Also Weiß hat hier einen überschaubaren Vorteil, aber die Partie läuft noch. So hätte Alireza das spielen können und hätte auch ganz gute Aussichten gehabt. Springer schlägt F4. Weil diese Taktik Dame E5 gar keinen Turm gewinnt, denn Weiß hat Dame F2. Vielleicht hat er das übersehen, ich weiß es nicht. Er spielte jedenfalls Läufer F6 an dieser Stelle und das ist eine Ungenauigkeit. Eine Ungenauigkeit, weil Läufer F6 ja Schwarz hilft, sich zu entwickeln. Schwarz muss zurücknehmen und kann bei der Gelegenheit gleich in 1 eine Figur ins Spiel bringen. Das hilft Schwarz und das macht die schwarze Aufgabe ein bisschen leichter. Insofern war dieses Läufer schlecht F6 von Alireza eine Ungenauigkeit. Springer F4, jetzt nimmt er sich den Bauern auf F4 mit. Dame E5 zentralisiert seine Dame. Dame G3. Naja, und hier hat Schwarz eine Menge Wege. Einer von denen wäre auf F4 zu tauschen. Dann geht eine Menge Material vom Brett. Und Schwarz ist dem Ausgleich näher. Ein anderer wäre der ganz logische Zug 000, denn die Taktik, von der man denken könnte, dass sie hier geht, die geht nicht so richtig. Ja, also Springer schlägt G6 mit Angriff auf die schwarze Dame und man dürfte natürlich nicht Dame schlägt G3 spielen, weil dann käme Springer E7 Schach erst, Zwischenzug, König H8 und dann nimmt man zurück. Wenn wir dann durchzählen, hat Weiß eine Figur mehr, weil wir haben uns ja diesen auf G6 eingesackt. Aber es ist trotzdem nicht so eine schlimme Drohung. Springer G6 ist überhaupt keine Drohung, weil Schwarz hat hier selbst einen Zwischenzug. Nämlich man spielt erst Dame D4 Schach. Darauf muss Weiß reagieren. Dame mit König H1. Und dann nimmt Schwarz zurück. Wahrscheinlich ist es sogar besser, Außenzentrum rauszuschlagen. Auch so eine Ausnahmeregel. Normalerweise schlagen wir immer ins Zentrum, aber hier machen wir uns die F-Linie damit auf. Darum ist hier vielleicht sogar F schlecht, G besser. Und Schwarz hat die Partie schon fast ausgeglichen und ist okay. Hat jedenfalls keinen Anlass zur Sorge an dieser Stelle und könnte sehr, sehr zufrieden sein. Also einfach 0-0 und Springer schlecht, G6 macht nichts. Magnus Carlsen begeht nun hier seinerseits, jetzt wo er die Partie schon fast ausgeglichen hat, begeht er seinerseits eine Ungenauigkeit, nämlich Turm E8. Turm E8 ist nicht ganz so toll, weil Weiß hier einen fiesen Weg hat, die Partie fortzusetzen und seine Initiative festzuhalten. Springer G6, HG6, Dame E5, Turm E5. Und in dieser Stellung sehr, sehr schön Turm B3, der Turmschwenk. Das wird wahrscheinlich gewesen sein, was Carlsen übersehen hat. Und wenn du dich jetzt fragst, was soll denn daran so schlimm sein, dass der Turm hinter seinem B-Bauern zwei Felder vorgeht? Tja, der hat gleich zwei gute Optionen hier. Ne? Er kann nach B3 und er kann nach A3. Und hier sind jeweils Ziele. Und die nimmt Weiß gleich unter Feuer. Und Schwarz kann die gar nicht so leicht verteidigen. Turm B3 hält eine weiße Initiative fest und setzt Schwarz weiter unter Druck. Und vor allen Dingen dieser A7, wenn wir uns den angucken, der ist halt sehr, sehr weit ab vom Schuss und der hat überhaupt keine Verteidiger. Das ist überhaupt nicht so leicht, den festzuhalten. Magnus Carlsen spielte A6 mit der Idee, auf Turm A3 Läufer B7 zu machen. Aber diese Konstellation ist jetzt auch schon verdächtig. Na, hier sind die potenziellen Springer-Vorposten. Und wenn wir uns einen Zug wie Springer B3 und C5 vorstellen, dann fällt dieser A6 trotzdem ganz leicht um. Und Alireza spielte dann jetzt noch das fiese Turm C3, was sozusagen C6 provozieren will. Was natürlich ganz, ganz traurig aussieht. Ne? Das ist jetzt nur noch ein Großbauer eingesperrt hinter seinen Bauern und diese wunderbaren Vorposten für den weißen Springer sind immer noch da. Den möchte Weiß natürlich gerne sehen. Wahrscheinlich war hier C6 trotzdem noch das hartnäckigste.
Aber es ist natürlich total verständlich, dass Schwarz das nicht so gerne spielen will, weil das so hässlich aussieht. Carlsen spielt stattdessen Springer E8. Ja, jetzt kommt der Springer angehoppelt, der Weiße, und begibt sich auf seine Vorposten. Und es stellt sich raus, nach Springer C5, Läufer C8, Turm A3, fällt halt schon einer um. Weiß gewinnt einen Bauern. Ja, und was macht man, wenn man Material verliert? Man braucht dringend Gegenspiel, man muss Kompensation suchen. Und das ist genau das, was Magnus Carlsen an dieser Stelle tut. Springer F6 geht zurück, bringt seinen Springer zurück in die Partie und bereitet den Gegenschlag D5 vor und versucht hier im Zentrum Gegenspiel zu bekommen, während Weiß damit beschäftigt ist, hier auf A6 jetzt einen Bauern einzusammeln. Und D5. Aber natürlich hat Weiß hier Vorteil. Schwarz, es ist die richtige Idee von Schwarz, hier ein bisschen eigenes Spiel zu bekommen, eigene Ziele zu finden. Aber Bauer ist Bauer. Weiß hat einen mehr. Vorteil Weiß, aber noch längst kein entscheidender. Idee, Springer D5, jetzt hängt der B4, müssen wir decken, A3, Springer E3 und dieser eben noch auf E8 lungernde Springer mischt jetzt munter mit und findet hier ein wenig Gegenspiel. Der weiße Turm hängt, der muss ziehen, geht nach E1, muss natürlich auch den Läufer D1 gedeckt halten, Turm FE8, Magnus verdoppelt sich auf der E-Linie, Turm C6 und Alireza hat ein neues Ziel gefunden und nimmt es sogleich aufs Korn, den Bauern C7. Und für Schwarz ist es nun dringend an der Zeit, hier jetzt irgendwie auch wirklich mit diesen verdoppelten Türmen und dem hier eingepflanzten Springer daraus irgendwas zu machen und seinerseits zu Spiel zu kommen. Aber andererseits hängt der C7, den muss man erstmal decken. Turm 8, E7. Jetzt droht natürlich Turm D2. Und wenn es richtig gut läuft, verdoppeln wir uns auf der zweiten Reihe oder fahren den zweiten Turm über G5 hier hin und spielen, kriegen Spiel gegen G2. Irgendwie sowas muss Schwarz jetzt versuchen. Wobei Turm E5 immer ein bisschen nicht ganz so wirkungsvoll ist, wie man auf Anhieb decken könnte, weil Weiß das immer mit Turm C5 ganz gut kontern kann. Naja, Weiß deckt jetzt erstmal die zweite Reihe, dass Schwarz hier nicht reinkommt. G5. Und Schwarz versucht jetzt, was gegen den weißen König zu inszenieren. Bei zwar materiell reduziertem Material, aber er muss hier irgendwie mit seinen Türmen und seiner Bauernmajorität 3 gegen 2 irgendwas gegen den weißen König in die Gänge bringen, bevor Weiß sich konsolidiert und irgendwann seine Majorität laufen lässt, die sogar eine 4 gegen 2 Majorität ist, und sich anschickt, hier einen Freibauern auf die Reise zu schicken. G5, H3, macht seinem König erstmal ein Luftloch, Turm F5. Turm F5 kommt schon mit der Idee, Turm E1, und der weiße König kann nicht Richtung Zentrum, sondern muss dann in die Ecke. Das ist genau das, was passiert. Turm E1, König H2, Turm FF1. Ja, und Schwarz, könnte man meinen, hat hier ein bisschen Gegenspiel. Denn es liegt jetzt in der Luft, F5, F4, dann hat der weiße König plötzlich gar kein Feld mehr. Und dann spielen wir Turm H1 und setzen ihn matt. Ne, wenn Schwarz jetzt dreimal dran wäre, so würde er sich das vorstellen. Am besten ist hier wahrscheinlich Turm D3 zu spielen. Die Idee von Turm D3 ist, dass wenn jetzt der schwarze Plan F5 kommt, dass der nicht gut funktioniert, weil dann spielt man Turm F3. Mit der Drohung, ein Turmpaar zu tauschen, was Schwarz hier sein Spiel gegen den weißen König nimmt. Und dem kann Schwarz schlecht ausweichen, weil auf F5 hängt ja jetzt dieser Bauer. Ne? Das heißt mit anderen Worten, nach Turm D3 kann Schwarz schlecht F5 spielen. Und das wiederum führt dazu, dass dieses Endspiel sehr, sehr vorteilhaft ist. Alireza spielt so einen ähnlichen Plan. Er spielt hier Turm C3. Das ist nicht ganz so gut. Schwarz macht F5. Und jetzt wäre Turm F3 nicht so gut. Denn dieses Endspiel, das ist für Schwarz okay. Was damit zusammenhängt, dass, wenn wir das, ich mache jetzt mal einmal die Stellung von eben, Turm F3. Dieses Endspiel ist sehr gut bis gewonnen für Weiß, denn Weiß hat hier einen sehr aktiven Turm seinerseits mit Zielen. Wenn wir jetzt hier runtergehen in der Variante, dieses Endspiel ist Remis, weil Weiß hat einen sehr passiven Turm, während der schwarze Turm sehr aktiv ist.
und hier seinerseits Sachen aufs Korn nehmen kann. Und den potenziell auch. Und Weiß wird dieses Endspiel kaum gewinnen können. Also hier funktioniert diese Turm F3-Idee nicht. Und weil die hier nicht funktioniert, war an dieser Stelle Turm D3 der präzisere Zug, was dann F5 mit Turm F3 kontern kann. Nach Turm C3, F5 kann man nicht Turm F3 spielen. Und Weiß bleibt nur noch ein Gewinnversuch, nämlich im Angesicht der Drohung F4 mit Matt auf H1 muss man hier selbst den König in Bewegung setzen und den da rausziehen. Naja, jetzt liegen wieder solche Turm F2 oder Turm F3 Sachen in der Luft. Insofern, wenn Schwarz dann jetzt hier G6 spielt, dann hat Schwarz es wieder im Griff, ne? Dann hat der weiße König sehr, sehr viel, wenig Felder. Die schwarzen Türme sind sehr, sehr aktiv. Und es ist unheimlich schwierig für Weiß, hier Fortschritte zu machen. Wohlgemerkt, den hier rauszuknipsen, ist keine gute Idee. Dann kommt Turm E3, Schach, König H2, F4. Und jetzt droht wieder dieses Matt. Und Schwarz gewinnt schon, denn er kommt aus dieser Mattdrohung nicht so richtig raus. Und wenn man den C7 nicht nehmen kann, andere Ziele hat man nicht. Es ist sehr, sehr schwierig für Weiß hier Fortschritte zu machen. Das Endspiel ist wahrscheinlich, ich würde nicht mein Leben drauf verwetten, aber wahrscheinlich hält Schwarz dieses Endspiel. Magnus Carlsen macht einen Fehler, er spielt König H7. Und jetzt ist wieder das, was wir gesehen haben, Turm F2. Darum bin ich so auf diesen Turm, auf die F-Linie-Ideen rumgeritten. Jetzt ist das sehr, sehr gut. Droht ein Turmpaar abzutauschen und nimmt auch noch den F-Bauern aufs Korn. Der kann allerdings mit Schach vorziehen. Nur jetzt ist der weiße König draußen und droht auch, nee, nicht dahin, aber dahin, und droht auch kräftig mitzuspielen und die hier zur Schwäche zu erklären und selbst aufs Korn zu nehmen. Und Weiß hat halt zusätzliche Ziele. Ne? Nicht nur den C7, sondern hier am Königsflügel auch noch. König F3. Ja, Türme tauschen geht nicht aus Schwarz. Man braucht beide Türme, um irgendwie Spiel zu kriegen. Er macht hier Turm G1. Und es bleibt auch dabei, jetzt hier könnte man über Turm C7 nachdenken, aber nach Turm E3, König G4, Turm G3 und so weiter. Das ist noch heikel. Insofern ist Turm C7 hier nicht super, sondern das, was Alireza gespielt hat, König G4, ist besser. Jetzt droht der König, sich über G5 herzumachen. Insofern decken wir den. Ja, aber jetzt können wir auf C7 nehmen. Und dieses Turm E3, was wir eben gesehen haben, kommt jetzt auch, aber es kommt jetzt nicht mehr mit Schach. König F5. Ja, und wenn man hier G6 spielt, König F6, Turm GE1, dann ist die Stellung besser für Weiß. Vielleicht sogar gewonnen für Weiß, aber noch sehr, sehr schwierig, weil die schwarzen Türme halt immer noch Drohungen gegen den in Feldernot befindlichen weißen König aussenden. Also nur mal so als zu der Anschaulichkeit halber, wenn Weiß hier versucht, seinen Freibauern laufen zu lassen, dann kommt Turm E5. Und guck mal, was da droht. Da drohten dann schon Matz. Da wird es dann schon schwierig. Also dies ist noch schwierig für Weiß, aber beide Spieler waren hier in Zeitnot und Magnus Carlsen Zeitnotfehler. Turm GE1, er spielt es direkt. Vielleicht macht er hier den zweiten Zug vom ersten. Ne, erst G6 und dann Turm GE1 und Weiß hat noch ein hartes Stück Arbeit vor sich. Direkt Turm GE1 verliert leider. Turm C6, König H5, Turm G6. Tja. Und jetzt fällt einfach was um. Und Schwarz hat kein Spiel mehr gegen den weißen König. Und insofern tat Magnus Carlsen hier das, was angemessen war. Er gab sich geschlagen. Und Alireza Firouzja ging 1-0 im Match gegen Magnus in Führung. Und wenn Magnus heute nicht ausscheiden will, dann muss er mit Weiß gegen Firouzja gewinnen. Spannende Partie, auf die ich mich sehr freue. Und auch diese erste Partie war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die war auch ein Monument dafür, wie gut diese Burschen sind. In dieser E4, E5-Stellung, wo uns allen Springer F3 ins Hirn gebrannt ist, macht Firouzja nach einer Minute 33 Springer H3, was tatsächlich der beste Zug ist und was schon einen potenziell tödlichen Plan einleitet. Und es ist auch ein Monument, wie gut Magnus Carlsen ist, denn der schnuppert das hier, dass ihm Schreckliches droht und dann steckt er im dritten Zug mehr als 20 Minuten rein und opfert dann schon einen Bauern mit der Idee, hier Verteidiger rüberzufahren, weil er eben geahnt hat, wie schlimm das werden kann, was ihm nach Springer H3 droht. Also,
Sehr, sehr beeindruckend für jemanden, der hier in seiner Limitiertheit natürlich Springer F3 gespielt hätte und damit Weiß schon schlechter gestanden hätte. Die sind schon richtig gut, diese Burschen. Und es macht mir Riesenspaß, denen zuzusehen, wie sie auf unerforschten Terrain navigieren. Ja, so viel zu Alireza Firouzja gegen Magnus Carlsen, Viertelfinale. Ich mache wahrscheinlich noch ein Video. Wir sehen auch noch Keimer gegen Aronian, denn das sind die beiden Partien, die ich für die Turnierwebsite kommentiert habe. Und insofern mache ich aus den kommentierten Partien dann jeweils ein Video. Das findet ihr dann auch hier auf diesem Kanal. Bei diesem erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis sehr bald. Macht es gut. Ade.